FC Kaiserslautern rückt der Abstieg aus der zweiten Fußball-Bundesliga immer näher. Der viermalige deutsche Meister erkämpfte sich zwar in Unterzahl ein 1:1, 0:0 gegen den FC St. Pauli. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt 5 Punkte und kann noch größer werden, wenn Erzgebirge Aue sein Heimspiel gegen SPVGG Greuther Fürth am Montag 20.30 Uhr Sky gewinnt. Die Hamburger bleiben als Tabellenneunter im Mittelfeld, 8 Zähler nach oben und 6 nach unten trennen sie von Relegationsplätzen. Die Gastgeber gerieten nach einer Notbremse von Jan-Ingvar Kalsenbracker an Sami Alagi in Rückstand. Assis Bohadus verwandelte den Foul-Elfmeter, 73. Trotz Rot gegen Kalsenbracker gelang Lukas Spalbis nach einem schnell ausgeführten Freistoß noch der Ausgleich, 84. In einer schwachen ersten Halbzeit hatten Pfälzer vor 32.243 Zuschauern etwas mehr vom Spiel. Die Mannschaft von Trainer Michael Fronzig brachte auch beste Torchance zustande, doch Philipp Mwene verstolperte völlig frei vor dem Tor den Ball 31. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich St. Pauli und übernahm Spielkontrolle. Nach Kalsenbrackers Notbremse sah alles nach einem Sieg der Gäste aus.